Hallo Freunde, ich begrüße euch zu einer Folge WoW Classic. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, drückt bei YouTube abonnieren, bei Twitch folgen und wenn ihr mich anderweitig unterstützen wollt, folgt einfach den Hinweisen unter dem Video oder in der Beschreibung bei Twitch. Und jetzt lasst uns anfangen. Ja, willkommen zurück bei WoW Classic. Wir haben ein paar Änderungen durchgeführt, oder zumindest ist jetzt das, was ich ewig gesucht habe, dieses hier, der Healbot, endlich wieder mit am Start. Eine Sache, die ich damals zu Classic-Zeiten unheimlich toll fand. Da gehen wir gleich mal den Quest Rote Lederkopftücher ab. Und da bekommen wir dafür Stärke, Willenskraft, Willenskraft, Ausdauer. Einmal Willenskraft mehr. Die Stärke brauche ich zwar nicht, aber die Willenskraft ist gut. Dann nehmen wir die. Oder Beweglichkeit, Rüstung. Wir nehmen das. Das Licht segne euch. Und der Druide ist im Kampf, aber den kann ich nicht heilen, ist nicht in Reichweite. So, dann wechseln wir doch gleich mal die Hose. Und die andere entzaubern wir, weil wir brauchen ja alles Mögliche an Zaubermaterialien. Weil das ja unser Hauptberuf wird. So, das komische Schwert können wir noch verkaufen. Und dann müssten wir doch noch so ein bisschen was abgeben können, oder? Die dreimal Fleisch, Auge, Schnauze, Okraschoten und Greifzahnleber auch. Das heißt, das kann man also abgeben. Wir sind wieder im Team unterwegs, so wie das letzte Mal auch. Nur der Bär ist gerade woanders, weil er hat sich gerade das Kirschnern beibringen lassen. Und das ist natürlich hier vor Ort ein wenig spät. Aber was soll's. Haben wir erstmal kein Problem mit. Soll er in Ruhe machen. Dann laufen wir in der Zeit schon mal abgeben. Ist dann zwar ein bisschen doof, aber gut, okay. Sind wir halt mal kurz alleine unterwegs. Ja, wie gesagt, dieser Healbot ist eine aus meiner Sicht sehr schöne Sache. Weil man hat seine ganzen Gruppenmitglieder und später in einem Raid halt alle Mann zusammen und es macht das Heilen ein Stück weit einfacher. Man muss zwar trotzdem mit Steuerung, Umschalt, Alt und so weiter seine einzelnen Zaubersprüche parat haben. Und Rechtsklick, Linksklick, mittlere Maustaste. Also es sind trotzdem Tastenkombinationen, die man braucht. Aber es ist halt kompakt beieinander. Man muss nicht erst hier umschalten und dann irgendwas drücken und überhaupt dann überlegen und was könnte jetzt. Sondern man hat ja hier so kleine Einblendungen, wo dann eben auch steht, Mittelerneuerung, okay oder nicht. Oder wenn ich Shift drücke, dann kriege ich andere Zauber eingeblendet und solche Geschichten. Die Buffs werden mit überprüft, das ist auch eine ganz gute Sache. Sieht man schneller, wenn irgendwo ein Buff abgelaufen ist. Muss ich sagen, ist schön sowas. So, dann geben wir jetzt hier mal ab. Was müssen wir abgeben? Pastete aus Greifzahnleber und Westvereinfacher. Und hier ist meine Seelenstärke gerade abgelaufen. Und dann habe ich hier eine weiße Anzeige. Das brauchst du Und nicht, dann oder? sehe ich hier, wenn ich drauf gehe, Machtwort Seelenstärke, muss ich die linke Maustaste einmal drücken und zack ist der Buff gewirkt. Also aus der Richtung heraus erste Sahne. So, dann gehen wir mal ab. Pastete aus Greifzahnleber. Jawohl. Kommen auch das Rezept und dann hier Augen und so weiter. Geben wir auch ab und bekommen. Bekommen wir das alles? Scheint so, wa? Okay. So, dann gucken wir mal, ob uns das was gebracht hat. Also ein Rezept, was wir noch nicht können, noch ein Rezept, was wir noch nicht können. Ein scharfes Küchenmesser. Wir können keine Dolche und Handschuhe. Die sind natürlich besser. Nehmen wir sofort. Die legen wir natürlich an, ohne Frage. Susanna, die Magierin, hat sich hier wieder hingekniet. Auch schön. Kriegt ihr gleich nochmal einen Buff oben drauf. So, dann können wir theoretisch kochen, praktisch nicht, weil ich habe das Kochen, glaube ich, nie gemacht. Genau, geröstetes Eberfleisch. Nehmen wir mal die neuen Eberfleisch hier, dass wir da ein bisschen vorankommen.
Glänzender Kleinfisch, ne? Was wir nicht alles haben. Den haben wir doch gar nicht. Wolfsfleisch haben wir auch nicht. Eier haben wir. Ah, dann können wir milde Gewürze noch. Das ist gut. Dann treiben wir ja gleich mal ein bisschen die Fähigkeiten nach oben. Solange wie unser Bär sich noch mit Leder vollstopft sozusagen. Kräutergebackenes Ei. Hat die auch? Nee, sie hat nichts. Gab sie nicht noch irgendwo jemanden, der mir was verkaufen wollte? Ja? Nee, das ist nicht unbedingt, was ich brauche. Milde Gewürze brauche ich. War hier nicht noch jemand im Haus? Oben? Nee, verwechsel ich mit einer anderen Hütte. Ich war mit der Meinung, dass in der Hütte zwei waren. Aber gut, okay, wenn nur die Tante da ist und die mir das quasi im Moment nicht beibringen möchte, bin ich wieder mit quasi. Könnt ihr euch auch mal den Spaß machen und mal mitzählen, wie oft ich quasi sage und das dann mal unter die Kommentare schreiben. Oder in die Kommentare vom Video schreiben. Das wäre echt mal interessant. Weil ich glaube, das ist so eine Dauergeschichte. Quasi. Ständig quasi. Alles ist quasi. So, okay. Also die Quests haben wir. Dann gucken wir mal, was sagt denn Questi? Nein, Questi brauchen wir nicht. Questi zeigt uns ja die Quests nur an. Was haben wir denn noch? Ein bescheidener Anfang. Ein einfacher Kompass. Oh, den habe ich wohl noch gar nicht gemacht. Ich habe den Kompass noch nicht. Ist der Kompass nicht das in der Hütte gewesen? Großer? Nein, der Kompass ist hinten bei der 15. Ach, in der einzelnen Kiste, die da in dem eingefallenen Haus ist. Ja. Ja. Der Sammler. Begebt euch zum Marshall. Ach, Goldhain und gebt ihm den Zeitplan des Sammlers. Oh, wieso habe ich denn den Zeitplan des Sammlers noch einstecken? Gut, dann bin ich auch kurz im Garten. Okay. Passt das ja. Volksmiliz muss ich machen. Und Bruderschaft der Defias. Das heißt, ich sollte jetzt nochmal nach Goldhain. Das passt. Womit sollen wir denn da besser? Laufen oder fahren? Kannst du fahren? mit Laufen. Von hier hinten laufen? Ja. Ach, Goldhain freue ich doch ewig. Du kannst die Abkürzung direkt übers Wasser nehmen. Die Abkürzung übers Wasser? Du musst ja nicht unbedingt den Weg lang fahren. Du bist in Goldhain. Ja, also fast. Na wie jetzt? Bist du oder bist du nicht? Ich bin nicht drin, ich bin vor Gott. Aber macht das jetzt Sinn? Also Leute, ich pausiere das Video, ich laufe in der Zwischenzeit nach Goldhain und wir sehen uns dann in Goldhain wieder. So gesagt, getan, angekommen in Goldhain. Hier steht der Marschall und dem geben wir den Quest. Zeitplan des Sammlers. Okay, und er meint, wir können gleich noch was für ihn tun. Und zwar, wenn der Sammler Gold aus unseren Minen entnimmt, dann bestiehlt er das Königreich. Führt den Sammler seiner gerechten Strafe zu und bringt mir den Ring, der in dem Abholplan, den ihr mitgegeben habt, erwähnt wurde. Ich weiß nicht. Im Abholplan steht, dass der Sammler sich im Breakwell-Kürbisbeet versteckt hält. Dort solltet ihr nach ihm suchen. Ah, das ist die Truppe mit den drei Mann in dem Haus. Gut, das machen wir doch glatt. So, und dann ziehen wir mal los und versuchen, diesen Quest zu machen. Wo ist er? Noch nicht geöffnet. Nein, Quest hier. Wald von Elvin, Menschenjagd. Gut, da sollten wir hin, der Ring des Sammlers. Ja, mal gucken, wie das so wird. So, was hat denn unser Bärchen gerade? Da vorne ein paar Lachen drücken. Das hat doch aber nichts mit dem Quest und der Aufnahme zu tun. Also gucken wir mal. Nehmen wir mal hier kurz so. Zack, einmal aufgenommen. Dann kann er hier sein Wölfchen häuten. Nun ist der Bär weg. Gut, okay. Also dann wollen wir mal. Wo haben wir den? Nee, da nicht. Karte. Map.
Das heißt, wir müssen nach hier hinten Menschenjagd. Also. Die Richtung stimmt fast, so halb dem Weg hinterher. Einen verdorbenen Lederfetzen. Also du kannst ja deine Häuterei auf dem Weg dorthin weitermachen. Wir sind ja quasi jetzt noch ein Stück in dem Wald nochmal unterwegs. Und dann sollte das doch klappen. Denn wir müssen ja auf das hintere Kürbisfeld. Du kannst doch für die Farben ja sprechen, oder? Nee. Nein. Nein. Groben Faden kaufst du. Grober Faden ist doch, nein, den muss ich als Schneider genauso wie du als Kirschner kaufen. Den gibt's bei dem Typen am Wagen auf dem Rückweg. Der da direkt an der Kreuzung am Wegesrand steht, der müsste das haben. Mhm. Ich verstehe gerade nicht, warum der Quest nicht. Also. Ja, aber sonst gibt es auch immer diese tollen. Sonst gibt es auch immer diese tollen Pfeile, die da eingeblendet werden. Warum hast du jetzt hier eigentlich diese ganzen Schweine und Bären und alles nicht geschnappt? Na, ich dachte, weil das einfach ein Weg ist. Naja, ich habe hier jetzt schon 12 Schweine, 5 Bären, 18 Nashörner, 4 Stiere. Oder sowas. Jetzt wollte ich gerade hier den Fleischeber heilen. Bin ich denn bescheuert? Felsnischeneber. Sieht ja doch witzig aus, wenn nicht Fleischeber. Felsnischeneber. Na los, Action. Hoppi galoppi. Plupp. Das wäre ja die Härte, wenn der Hilbert auch noch zaubern könnte. Guck mal, wie der Bär heute. Ja, schön verbuddeln. Und weg ist er, aber. Genau. Aber bitte, ich möchte gerne zu diesem Kürbisfeld. So ein bisschen an der Quest dranbleiben wäre schön. Ja. Gut. Gut, Knut Inge. Siehst du, so könnten wir das nächste Mal die Charaktere auch nennen. Knut und Inge. In der Knut und die Inge. Oh, du bist in der Map. Alles gesehen? Ja, ich schnappe mal den Bären. Komm her. Bums. Kann ich gleich ein bisschen Nahkampf üben. So als Priester im Nahkampf mit einem Bierhumpen in der linken Hand. Geile Sache. Komm mir vor, wie so ein Algi mit dem Bierkrug. Das als Priester. Warte, so jetzt. Ja, dann wird's doch. Aber jetzt gehen wir erstmal kurz hier hinter zu dem. Jetzt brauchen wir keine extra mehr. Gut. Okay. Dann sollte es dann im nächsten von selbst gehen, ja? Ja. Also alles, was wir dann dort noch brauchen. Ja. Ey, blöder Bär, ich hau dir auf die Nuss. Und dann ist Schluss. Ja. Wo ist er denn? Ach, da. So. Oh, meine Streitkolbenfertigkeit hat sich erhöht. Das ist doch fein. Das habe ich schon immer gewollt. Stärker mit dem Streitkolben sein. Das ist normal, zerfetztes Leder. Gehört am Anfang dazu, das wird es später besser. Ich habe jetzt schon 48. Leichtes Leder bekommen. Aha. Und verdorben wieder 14. Okay. Kann ich eigentlich verkaufen, oder? Oh, bestimmt. Ach, hier gehört doch Prinzessin hin. Da gehört der Quest hin. Das ist ja interessant. Hier, du kannst die ganzen Wildschweine, die hier rumliegen, alle gleich mal schnell. Ja. Ja. Los. Action. Los. Fatz, 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 weg damit. Nee, nicht angreifen, nur Leder. Ne? Und rechts ist auch noch einer. Hier rechts. Na, ich sehe es doch hier. Hier liegt es doch. Den habe ich doch. Na, hier ist doch noch einer. Den habe ich doch. Nee, den kann ich nicht vorstellen. Ach so, okay. Kann nur die beiden sein. Gut, na dann los. Warte. Der Bär im Manne. Warte. Eine Wodka-Werbung war das, glaube ich. Okay.
Advent, Advent. Der Druide rennt. Bitte nicht angreifen, ich will nur allen die Abschiede. Ich greife dich nicht an. Ich greife dich nicht an. Ich bin nicht verrückt. Bitte nicht heilen. Doch, doch. Geringes Heilen rechts. Sehe dich nicht, ich kann dich nicht heilen, weil du aus dem Weg gehst. Das ist richtig blöd. So, okay. Alles gut, ich kann verblassen. Dann kommt er zurück. Siehst du das? Geil, wa? Ich greife nicht an, ich heile. Ich bin ein Priester, kein Kämpfer. Guck mal, wenn ich kämpfen würde, dann sehe das so aus. So, so. Schade, ich kann die Menschen nicht heilen. So, Menschenledern, wie bist du denn drauf? Zu viel schlechte Trickfilme geguckt, wa? Zu viel Gute. Gibt's denn mal sowas? Hier ist der Ring des Sammlers. Mm, jetzt haben wir sein Nasenpiercing. Wen machst du jetzt? Prinzessin. Warum? Die brauchst du doch gar nicht. Ja, aber. Ja, aber. Wo sind wir denn gelandet? Ja, aber. So, jo, 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 jo. Ah, da guckst du, wa? Priester im Nahkampf. Ja, so sieht das aus. Ich kirschen aber auch. So, ja, ja, ja. Geht nicht. Mom, ich habe eine Frage. Ich habe so Warum viele Fragen. Braucht der Bär ein Kirschenmesser, wenn er eigentlich seine Krallen benutzt? Ich habe jetzt Kirschner 40, also das reicht jetzt noch für die ganze Reihe. So, dann können wir den abgeben. Dann gehen wir zurück nach Dings hier. Mhm. Nach Dings? Ja. Hier. Immer am Weg lang. Nach Dings. Guck mal, hier ist ein Schaf. Schaf geht immer einfach. Oder hier, Reh. Reh 1. Reh 2. Ja, ja. Ja, Reh. So, Schaf. Bleibst du hier? Das ist ein blödes Schaf. Schaf und überlebt? Ey, voll die blöde Kuh, das Schaf. Ja, eindeutig. Kannst du looten, den Bären? Den Bären kann ich looten, ja. Oh, ich hab Leder bekommen, sag ich dir. Zum Schaden. Na, weil mein Inventar voll ist. Ich muss verkaufen. Gib mir irgendwas aufs Blut. Nein. Ich will die plumpe anmachen. Hier, gib mir irgendwas. Nee, 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 nee. So, dann wollen wir mal das Schaf. Nee, aber wir müssen noch abgeben. Also, ich vielmehr. Guck mal, hier oben ist noch ein Reh. Hier im Regen. Und ein Hase daneben. Ja, den kann ich machen. Die Rehe auch. Hab ich doch, du standst drauf, bin ich nicht rangekommen. Nein, ich meine, hast du schon mal einen Hasen unter dem Bären erlegt? Total schwierig. Hier steht noch Würz. Da kommt noch ein Hase. Oh, guck, du hast deinen Buff nicht mehr. Also, das haben wir gelernt. Linksklick, da ist er wieder. Ich hab den Waffen auf der Knie, noch 2 Minuten. Sicher ist sicher. Lieber jetzt, als wenn er dann fehlt. Ach so, nee, ich glaube, da ist eine. Ja, wie immer. Ich denke an dich. So. Ich habe nicht mal eine Dorne bekommen. Nicht? Nee. Keine Dorne. Kein nichts anderes. Nur ein Bären. Hier ist ein Bär. Ich hau dir auf den Nuss. Ich box dich um. Jetzt machst du 8 Schaden in der Bär. Oh. Und wenn ich drauf haue, noch mehr, wa? Oh, hier, guck, wie ich den wegknulze. Zack. Zack. Ich muss Beidhändigkeit erlernen. Rechts ein Messer, links ein Kolben. Ich gebe jetzt einen Kolben. Warum häutest du den nicht? Ja, du bist ein Kirschner. Das habe ich ja. Ja. Hm. Ich schwimme nach Hause. Nicht ja, wenn es hier so weiter regnet, ich auch. Nein, ich meine was anderes. Ich runter zum Fluss und dann schwimme ich mit der Wasserrichtung. Ja, das bringt doch nicht. Der Fluss geht doch in die falsche Richtung. Nein. Nein. Muss ich ja sehen. Nee, der Fluss ist die Grenze zum, die Grenze, warte mal, wir sind jetzt in Westphal, danach geht's nach, genau. Genau, und zu dem Dunkeldings da, das ist hinterm Fluss. Ja, danach geht's hin. Würde ich nicht machen an deiner Stelle. Ja.
Nicht alt. Das sind die Möwe sogar am Rand schon 20. Mhm. Aber Wasser ist da. Juhu. Aber die sind nur am Rand Level 20. Die tun nichts. Guck mal. Ich mein Bildschirm. Hier liegt ein Wolf rum, der ist heute mitten auf dem Weg. So, was macht unser Video? 20 Minuten? Ja, da kann man noch, dann kann man wenigstens den Quest noch abgeben und dann haben wir eine schöne kurze Videozeit. Wie gesagt, für alle die, die die Videos gucken, wenn ihr das in Langversion sehen wollt, ich werde jetzt die Tage anfangen, auch die ungeschnittenen Versionen hochzuladen. So dass man es dann ja, in voller Länge sich anschauen kann. Der Ring des Sammlers. Habt ihr den Sammler gefunden? Nö, ich habe den Ring trotzdem. Weiter. Ihr habt ihn gefunden, gut gemacht. Warum fragt er denn dann, wenn das weh ist? Also, der wird nichts mehr einsammeln in den Minen von Elwine. Gut, oder Elwin. Und dieser Ring, den ihr gefunden habt, ist auch sehr interessant. Es ist ein Gildenring der alten Steinmetzgilde aus Stormwind. Warum hat ein nichtswürdiger Dieb den Ring einer Handwerksgilde in seinem Besitz? Und warum treibt die Bruderschaft der Devias Geld aus unseren Minen ein? Ich weiß es nicht. Das sind schwierige Fragen und ich hoffe nur, wir werden eines Tages die Antworten darauf finden. Gut. Ich nehme trotzdem bitte die, was bringt mehr? Die da. Für die Allianz. Für die Allianz. Gern geschehen. So, dann gehen wir mal kurz hier den Krams verkaufen und abgeben und so weiter. Seid gegrüßt. Hier gibt es groben Faden, habe ich doch gesagt, bei dem Typen hier unterm Vordach. Ja. Das verkaufen wir. Scharfes Küchenmesser braucht man nicht, kann weg. Ich bin gleich da. So, die Stormwind-Kettenpanzerhandschuhe können auch weg. Was haben wir noch? Da ist die runenverzierte Kupferrute. Die kann nicht weg, die soll hier hoch. So, die brauche ich nämlich. Der Hauer kann weg. Federn nicht, das nicht. Eier nicht. Zierstockfleisch. So viel Fleisch brauchen wir denn? Ich bin ein Priester, ich brauche nur Zeug zum Trinken, nicht zum Essen. Warum hast du mir den Trinken nachgelegt? Weil ich das auch viel zu selten brauche. So, kochen lernen ist noch nicht. Der Zahn kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Was ich noch erzählen wollte, weil ich witzig fand. Das ist gut. Kurzzeitinfo, ich behalte grundsätzlich die Dinger zum Essen, die was bringen. Also hier zum Beispiel die Pastete aus Greifzahnleber. Die erhöht 15 Minuten lang Ausdauer und Willenskraft. Also die werde ich regelmäßig essen, weil die ist wie ein Buff. Nur so als Info am Rande. Und ihr werdet so, okay, dann haben wir das. Ja, dann sind wir eigentlich mit dem Video, denke ich, soweit an einem Punkt, wo ein bisschen was war. Beim nächsten Video gucken wir mal, wie wir weitermachen. Ich denke, da geht es in Westfall weiter, wie wir dahin zurücklaufen. Das müssen wir ja hier nicht laufen lassen. Und ihr könnt dann im nächsten Video wieder reinschauen. Ja, bis dahin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da, drückt auf Abonnieren. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.